Grüße euch zum Männerwochenorakel vom 23. bis zum 29. März. Ich hoffe, man versteht mich jetzt besser. Jetzt habe ich das Headset dabei. Wunderbar. Ich habe mir gedacht, bevor ich ja meine Deko wieder anhänge. Und kommt ihr mal in das Vergnügen, euch ja wieder den Glasvogel, schön Verbrauchermesse in Saarbrücken mitgenommen. Finde den sehr hübsch. Ich wollte mir noch ein paar kaufen, aber bis jetzt kam ich nicht dazu. Vielleicht dieses Jahr. Bei der ersten Legung Kristall, Glas. Der zweite ist auch aus Glas. Eher eine Raute. Könnt ihr euch überlegen, welche ihr euch auswählt für diese Woche. Später gibt es auch eine Ja-Nein-Frage. Dann habe ich hier so die zwei Häschen, die ihr euch aussuchen könnt. Die stelle ich jetzt erstmal auf die Seite. Mit dem Horn ein bisschen Platz machen. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir direkt auch schon an. Bei der ersten Legung mit dem Allgemeinen. Ötrörier, die Inspiration. Ötrörirs Auftauchen verheißt uns ein hohes Maß an Inspiration und Kreativität, die uns jetzt in großer Fülle zur Verfügung steht. Gleich, wohin es unser Ansinnen zieht. Es gilt, unser innerstes Potenzial anzuzapfen und durch einen entscheidenden Einfall vielleicht sogar uns selbst zu überraschen. Günstiger Zeitpunkt für bewusstseinserweiternde Reisen nach innen. Wer mit dem Gedanken spielt, Mist, ja, das ist so ein gewisser Abschnitt, der mir gar nicht zusagt. Halluzinogene zu verwenden, sollte auf den richtigen Rahmen, das geeignete Setting achten, das einen großen Einfluss auf unsere Erfahrungen und Eindrücke hat. Dennoch ist Vorsicht vor überschäumender oder naiver Idealisierung geboten. Ja, es ist definitiv verboten. Also im Endeffekt, der Met ist hier angezeigt, irgendwie so ähnlich wie zu Fasching, könnt ihr auch mal einen trinken. Ja, also der Osterrock ist ja noch nicht, ne, ist noch Wochenende vorher. Und ja. Das letzte Wochenende vor Ostern. Ihr könnt ja dann soweit genießen und an Ostern dann fasten. Das bleibt euch überlassen. Okay. Ja. Dann möchte ich weitergehen zum Beruflichen. Hat man. Verbitterung, ja. Also im Berufsleben kommt sowas sehr schlicht. Halluzinogen. Ja. Also der Tag danach, also das. Ich rede euch da nicht rein, ja. Ich würde
Auf der beruflichen Ebene steht Turk für Kreativitätsverlust, Stagnation und Arbeitsbedingungen, die uns auf Dauer auch gesundheitlich schaden. Ja. Gut, es gibt vielleicht Lacke oder in manchen Hallen, wie bei Bosch, war in den letzten 30 Jahren wurde auch einiges verändert, ja, durch das, was alles in der Luft rumgeflogen ist. Terpentin, ja. Nichts scheint sich zu bewegen. Die Schaffenskräfte versiegen, da die Ursprungsquelle auf irgendeine Weise vergiftet wurde. Dementsprechend entkräftet und Instinkt präsentiert sich die Atmosphäre, welche dringend einen frischen Windes bedarf. Vorsicht vor Trollenergien. Die etwas Gewachsenes in uns zu zerstören suchen und nicht immer nur im Außen, sondern ebenso in uns selbst auftreten können. Schauen wir mal. Zwischenmenschliches und Beziehungen. Der Gier, die Bewegung. Ja, habe ich heute meine Tageskarte war so ähnlich, wie ich in Facebook gepostet habe. Dem Meer und die Bogen und ja, man steht so zwischendrin und hilft den anderen ins Boot über die Wellen. Da der heitere Wassermann schützend seine Hände um unser Lebensschiff hält, ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt gekommen, um Neues zu wagen. Anders ausgedrückt, der vermeintlich sichere und vertraute Hafen muss auch mal verlassen werden, um wieder neue Impulse in der Welt sammeln zu können. Das kann zum einen das bewusste Loslassen emotionaler Kontrolle bedeuten, ebenso aber auch deren Wiederherstellung mit einschließen. Je nachdem, auf welcher Welle des Lebens wir gerade dahintreiben. Um wirklich zu leben, ist die Bewegung eine Grundvoraussetzung. Absicherung und ständige Kontrolle dagegen führen zu Unterdrückung von Lebendigkeit, führen zu Stillstand und schließlich zum Tod von allem. Ja, keiner will ständig kontrolliert werden. Nichts hier. Hier mal eine Karte aus dem Elfenorakel. Schauen wir uns mal die Botschaft an. Was haben wir hier denn? Oh, hör auf deine Seele. Ist das gut? Na, brauche ich noch eine Lichtquelle? Höre auf deine Seele. Es ist definitiv eine Elfe, das ist schon mal schön. Sich in den Klängen verlieren, um im leuchtenden Herzen der Nacht umherzuschweifen, sich mit ihrem scheinbaren Schweigen vereinen, um das Flüstern des verborgenen Lebens zu hören, das in Harmonie schwingt, mit ihrer Intimität verschmelzen, um das Herz für die Stille zu öffnen, das Rasen der Gedanken anhalten, um dem sanften Aufruhr dieses gegenwärtigen Augenblicks zu leben, der wie ein Tropfen in die Ewigkeit fällt. In meiner Stimme flüstern alle Stimmen des Waldes, verschmelzen alle Geräusche der Nacht. Meine Stimme ist wie das Zittern der Blätter im Windhauch. Es ist ein Gesang,
das sich in der Ruhe der wunderbaren Sternennacht verbreitet und ein lauschendes Herz erstaunt. Eine Botschaft der Liebe, die deine Seele jetzt zu entziffern vermag. Höre, wie sie sich mit den Flüstern aller Geschöpfe vermischt und dich einlädt, dich mit der Magie dieser Klänge zu vereinen. Auch wir sind darin, Vögel, Blüten, Wind und Regen, Erde und Sonne. Wir sind ein wenig von allem diesen Dingen und in all diesen Dingen, von unsichtbaren Lichtfäden vereint, spielen wir zusammen nach dem Drehbuch der unendlichen Schöpfung. Und in allem ist der gleiche erhabene Odem. Es gibt keinen Ort, an dem man ankommt oder von dem man abreist. Es gibt nur den Augenblick. In diesem Augenblick ist die gesamte Schöpfung enthalten. Und die Vergangenheit ist die Geschichte der Zukunft. Ich ziehe dir noch ein Engel. Regulus, glückliche Zukunft. Glückwunsch! Mit dieser Engelkarte Regulus entwickelt sich alle Ihre Vorhaben extrem erfolgreich, wenn Sie den Erfolg auch nicht gleich sehen. Sie können schon in naher Zukunft mit ihm rechnen. Regulus zeigt an, dass Sie in Ihrem Bemühen unterstützt und gefördert werden, jede Menge Überraschungen und glückliche Wendungen erfahren. Nutzen Sie all die großartigen Möglichkeiten, die Ihnen jetzt geboten werden. Dann erleben Sie nicht nur äußeres Glück, sondern auch geistige Erneuerung. Was immer Sie jetzt in Angriff nehmen, beflügelt Ihre Seele und schärft Ihr Bewusstsein. Sie haben allen Grund zur Freude. Wundervolle Dinge kommen auf Sie zu. Gewinne in der Liebe oder im Beruf. Können Sie das große losziehen? Alles, worauf Sie jetzt setzen, wird eine Bereicherung für Sie. Ideell wie materiell. Mögliche Gefahr. Wichtiges zu übersehen und Chancen nicht zu nutzen. Regulus öffnet Ihnen die Türen zu mehr Glück, Erfolg und Lebensfreude. Tageskarte. Erfolg. Sie liegen absolut richtig. Setzen Sie alles auf eine Karte. Nehmen Sie ein Angebot freudig an. Okay, dann kommen wir zur zweiten Legung. Was haben wir hier? Soll, Selbstverwirklichung, die Sonne. Super. Hey, dir scheint die Sonne diese Woche. Soll steht für kraftvoll, vitale und kreative Energie, die uns zu ihrer Umsetzung drängen. Ein gesundes Selbstbewusstsein, Erfolg bei unseren Aktionen sowie die daraus resultierenden positiven Lebensgefühle zeigen auf, dass wir uns gerade auf der Sonnenseite des Lebens befinden. Lang ersehnte Wünsche gehen jetzt in Erfüllung und Ziele rücken in greifbare Nähe. Auf spiritueller Ebene hält Soll die Fackel des Bewusstseins empor, sodass wir hier Einblick in größere Zusammenhänge nehmen können, die uns bis dato möglicherweise verschlossen waren. Ihr Wagen wird jedoch von Sköll, dem Bosheitswolf, verfolgt. Dieser mahnt uns zu ständiger Achtsamkeit.
Denn dort, wo Optimismus, Freude, Harmonie und Erfolg gedeihen, sind Neid, Habgier, Missgunst und Intrigen nur selten weit entfernt. Okay. Beruflichen der Berserker, Aggressivität. Ja, also der hat auch schon seine positiven Eigenschaften, Chef, Durchsetzungsvermögen. Ja. Okay. Im beruflichen Bereich haben wir eine glückliche Hand und großes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Ein gutes Gespür für Gelegenheiten kann lang gehegte Wünsche jetzt in Erfüllung gehen lassen. Wir dürfen aus den Vollen schöpfen. Bei all diesem uns widerfahrenden Segen ist jedoch von unnötiger Verschwendungssucht abzuraten. Stolze Bescheidenheit, Dankbarkeit und Zufriedenheit über das, was genossen werden darf, sollte man sich nicht durch Prahlerei oder protziges Verwenden verscherzen. Okay, schauen wir mal. Beziehung und zwischenmenschlich. Hitök, der Neid, da haben wir ihn schon, ne? Geht ganz schnell. In unseren Beziehungen reicht die Palette von kleinen, bösartigen Sticheleien bis hin zu hasserfüllter Eifersucht und bittersüßen Rachegedanken. Wir sind auf dem falschen Weg und laufen Gefahr, uns in den giftigen Nebelsümpfen unserer Begierden und Zwangsvorstellungen zu verlieren. Dieser Zustand bedarf dringender Auflösung, da es für alle Beteiligten zu unangenehmen, wenn nicht sogar fatalen Folgen kommen kann. Auch für dich eine Karte aus dem Elfenorakel. Lazuli, die große Einheit. Hey, hier haben wir eine Fee. Lazuli, das ist vielleicht das abzuleiten vom Lapislazuli. Beruhige deinen Atem und folge seinem Hauch. Lass dich gehen in seinem Fluss wie ein kleines Blättchen, das auf dem Wasser eines frischen Bachs dahintreibt. Den Geist erfreut über diese Erfahrung, beruhigt sich. Er kann sich dem Gesang des Wassers anschließen und mit dem Blau des Lichts verschmelzen, das jetzt alles einhüllt. Meine Aufgabe ist es, dich zur Schwelle des Verstandes zu bringen, an der die Intuition wohnt, und dich sanft in das Blau dieses Universums zu schieben. Bis zum Ozean der Eingebung, jenseits der Illusionen, in der heiteren, ruhigen Reise des Verstandes, der sich mit dem Herzen vereint, damit du die Wahrheit deines göttlichen Selbst erreichen kannst und deine Seele durch ihren Weg reinigst, um sie schließlich mit dem goldenen Licht der Weisheit zu bekleiden.
Der letzte Teil der Reise bringt die Vereinigung. Deine Wahrnehmung wird tiefer und du wirst die uralte Erinnerung an deinen Ursprung wiederfinden. Dorthin kann ich dich bringen, wenn du meine Stimme hörst, wie sie mit dem Gesang des Waldes verschmilzt, das heiter zu Tal fließt, getragen von der Strömung der kraftvollen, fröhlichen Wasserfälle. Wörtliche Bedeutung, Lapis Lazuli. Das tiefe Blau dieses Steins bringt den Verstand und den Geist zur Ruhe. Der Lapis Lazuli ist dafür bekannt, dass er die Konzentration und die Meditation fördert und damit die Verbindung mit dem höheren Selbst erleichtert. Im antiken Ägypten wurde der Lapis Lazuli als Götterbote angesehen, als Träger der Wahrheit, des Lichts und der Reinigungskraft. Auch für dich gibt es einen Engel. Haben wir denn hier? Pranga, die Demut. Sich demütig in sein Schicksal begeben, ne? Sie sollten jetzt ihr Bestes geben und sich dann demütig in ihr Schicksal fügen. Keine Zeit, Forderungen zu stellen, weg mit Eigensinn und Hochmut. Anpassung und Bescheidenheit sind jetzt gefordert. Halten Sie sich für die Größte oder der Größte, würden Sie auf schmerzhafteste Weise eines Besseren belehrt. Denn Grad Ihrer Demut und des Einklangs mit Ihrem göttlichen Lebensplan messen Sie an Ihrem Wohlbefinden und der Reibungslosigkeit Pläne zu entwickeln. Gibt es überall Schwierigkeiten und Hindernisse? Dann machen Sie Fehler. Jetzt bekommen Sie die Chance, sie zu erkennen und zu beseitigen. Dabei prüft das Leben Sie jetzt streng. Wie ehrlich ist Ihre Reue? Wie tief Ihre Demut? Machen Sie sich und anderen etwas vor? Erleiden Sie Niederlagen und landen in einer Sackgasse? Mögliche Gefahr, sich zu überschätzen und die Warnschüsse des Lebens nicht ernst zu nehmen. Praga zeigt Ihnen Ihre Grenzen, lehrt Sie Demut und Bescheidenheit. Tageskarte, ja, ist. Mischen Sie sich nicht rechthaberisch in fremde Angelegenheit. Mit Bescheidenheit kommen Sie jetzt weiter. Ja, vor allen Dingen, wenn du selbstständig bist. Ja. Man kann ja schlecht gegenüber seinen Kunden prahlerisch dastehen. Das kommt nicht so gut. Okay, kommen wir zur dritten Legung. Im Allgemeinen haben wir Doktrinia, der Wandel. Ja, der ist definitiv satt. Ja. Wenn Ektrinia auftaucht, steht immer Veränderung bevor. Obwohl diese, da noch unbekannt, nicht selten als bedrückend empfunden werden, sollten wir nicht vergessen, dass Abwechslung die Würze des Lebens ist. Das Akzeptieren dieser Veränderungen sollte daher nicht Resignation hervorrufen, sondern Bejahung und Freude, um neue Dinge geschehen lassen zu können, deren Wert wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermessen können. Sollten sich die Umstände zunächst auch verschlimmern, heißt die Devise,
durchhalten, da Kräfte auftauchen können, die einen zunächst prüfen wollen. Kurz, es ist Zeit für einen Wechsel. Doch nicht Furcht sollte die Richtung weisen. Okay. Berufliche Hangtür, Ohnmacht. Hast du dir wegen deiner Kinder schon Urlaub genommen? Osterferien, wo geht's hin? Wo verreist ihr? Bei unseren Projekten steht Hangtür für beträchtliche Verzögerungen. Abwarten oder auch das Scheitern unserer Projekte, je nachdem, wie krampfhaft wir an ihnen festhalten. Überhöhte Erwartungen, eigenwillige Ansichten oder unsere Grundeinstellungen sind hier das Opfer, welches wir auf dem Altar des Lebens darbringen müssen. Am Ende dieses Prozesses werden wir möglicherweise wissen, warum die Dinge solch eine Wendung nahmen und eben erst gar nicht zustande kommen durften. Wenn ihr in Urlaub fährt, ja, würde ich euch definitiv empfehlen, ja, einen anderen Weg zu suchen. Also jetzt auf keinen Fall auf die Autobahn zu gehen. Er kommt wahrscheinlich einen Tag später an oder braucht irgendwo anders ein Hotel. Sucht euch einen anderen Weg. Selbst wenn er jetzt 200 Kilometer weiterfährt, ja, schaut euch die Gegend an und dann würdet also jetzt nicht gerade direkt in der Nähe von der Autobahn. Da sind die Hotels auch wesentlich teurer. Also auf dem Land, die, wenn ihr da zwischendrin irgendwo Rast macht, ja, und ein kleines kuscheliges Hotel oder Ferienhaus, dann könnte es eventuell sogar sein, dass es euch dort besser gefällt, wie dort, wo ihr tatsächlich hin wollt. Ja, und das Geld können die mit Sicherheit gebrauchen. Ja? Also es wird wunderschön. Such dir einen anderen Weg und vielleicht auch ein anderes Berufsfeld. Ja, wenn es hier etwa beträchtliche Verzögerungen gibt, also Stuttgart, Ulm, überall sind Baustellen, Karlsruhe Baustelle, anderweitig sind noch mehr Baustellen, mehr oder weniger. Ja, ich würde fast drauf tippen, ihr fährt schon in Urlaub. Ja, also macht euch auf große Veränderungen gefasst, nehmt genügend Essen und Trinken mit, eine Kühlbox und etwas für den Kreislauf. Ja, auch Traubenzucker oder so. Und ja, berufliche Verzögerungen, so also manchmal will man drauf losbrechen und andere sind nicht so weit. Ja, es kann das Ganze etwas verzögern. Dann kannst du ja so ein bisschen Ruhepause einlegen oder auch auf andere Thematiken hinarbeiten. Und dir fällt mit Sicherheit was ein, bin ich von überzeugt. Schauen wir mal die Liebe und das Zwischenmenschliche. Wie sieht das? Oh, Odin, die Herrschaft. Ja, bedeutet aber auch, dass man so ein bisschen herrschsüchtig ist, ja. Also, ja, also nicht mit dem Kopf durch die Wand, da kommst du jetzt diese Woche nicht weiter. Nicht so, dein Umfeld hat sich schon daran gewöhnt, dass du schon sagst, wo es lang geht, aber ja, Macht ist das größte Aphrodisiakum, formuliert es einst recht treffend US-Außenminister Henry Kissinger. Entsprechend ist hier eine Person mit starker Anziehungskraft und großem Charisma gemeint. Solche Menschen bewegen etwas, delegieren gerne und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Verstehen sie mitunter aber auch meisterhaft auf die Künste der Manipulation und Verführung. Der Glaube an unsere eigene Kraft
führt uns ans gewünschte Ziel und verspricht eine Zeit voll intensiver Gefühle und Lebendigkeit. Durch bestimmtes Auftreten, beziehungsweise durch selbstbestimmtes Auftreten ergeben sich klare und Strukturen, deren Vorhandensein die Grundvoraussetzung für eine dauerhafte Partnerschaft bilden. Wer allerdings die eigene Selbstverwirklichung immer an erste Stelle setzt, wird sich am Ende des Weges auf seinem Thron und damit in seiner Gefühlswelt sehr einsam fühlen. Auch die Annäherung bzw. Aussöhnung mit dem inneren Vaterbild kann hier möglicherweise als wertvoller Hinweis dienen, wenn wir bisher vor Entscheidungen und der damit verbundenen Verantwortung davongelaufen sind. So, auch eine Karte aus dem Elfenorakel für dich. Was haben wir denn? Vizen, löse dich von deinen Ängsten. Da hat schon eine Kerze angesteckt. Das hast du doch gar nicht nötig, oder? Also, Ängste zu haben. Lustiger Kobold, ganz so frech. Eine grüne Mütze, ist, ja, vielleicht auch das Herzchakra ein bisschen reinigen. Kauf dir eine grüne Kerze. Und lass dir ein bisschen brennen. Ja, so, ich glaube, bei Conny Koppers war es Raphael. Reinigung mit Erzengel Raphael. Diese grüne Lichtdusche, die sich dann immer heller, die immer heller werden wird. Ich habe den Himmel mit dunklen Wolken überzogen, um dich, deinen Blick auf der Suche nach der Sonne zum Himmel erheben zu lassen. Ich habe deine Stimme und die Worte, die sich mit sich trug, gehört. Sie hat mich in meiner Stille erreicht. Diese Worte baten um das Geschenk eines Lichts und die Beklemmung des Herzens und darum, den bis ins Zentrum der Erde vordringenden Schrei deiner Ängste zu beruhigen. Die Ängste hält den Herzschlag der Menschen an, indem sie die Illusion einer großen Dunkelheit schafft, in der das Nichts sichtbar wird. Und diese angstvolle Dunkelheit trennt sie von dem Licht, indem sie ihr Geist ungeduldig erwartet. Die Angst gleicht einer Wolke, die für kurze Zeit die Sonne verdeckt. Aber eine solche Dunkelheit ist nichts anderes als ein vom Licht geworfener Schatten, der dein Herz täuscht und den Weg blockiert, auf dem deine Seele sich befindet. Aber eine Wolke vor der Sonne muss sich wieder auflösen. Das Gleiche geschieht auch mit deinen Ängsten. Kämpfe nicht gegen sie an, denn sie dienen dir dazu, daraus zu lernen. Sie sind die Gelegenheit, die dein Herz vorgesehen hat, um dich aus den engen Kleidern zu befreien, die sie schon seit längerer Zeit trägt, und um sich nach und nach des Lichts bewusst zu werden, das sie durchdringt, damit sie schließlich in Freiheit ihr Ziel erreichen kann. Okay, schauen wir mal. Welche Engel dich diese Woche begleitet?
Veludnia, der Wandel. Veludnia, die Wandlung. Krisenstimmung, überall Widerstände und Blockaden. Das Schicksal ruft sie zur Wandlung auf. Sie sollten ihr Handeln überdenken und eine Richtung einschlagen, die ihre seelisch-geistige Entwicklung fördert. Nehmen Sie Einschränkungen nicht in Kauf, erleiden Sie herbe Verluste. Sie sind aufgerufen, schlechte Gewohnheiten aufzugeben und eine neue Sichtweise Ihres Lebens zu gewinnen. Lernen Sie aus Ihren Fehlschlägen. Ihr Leiden ist die bittere Medizin, mit dem ihr höheres Selbst, das fehlgeleitete Ich, heilt. Beschäftigen Sie sich endlich mit den Dingen, die Sie aus Bequemlichkeit oder Angst immer vor sich hergeschoben haben. Und scheuen Sie sich nicht, eine Sache aufzugeben, die Ihnen über den Kopf zu wachsen droht. Mögliche Gefahr. Ihre Lage durch überstürzte Entscheidungen noch zu verschlimmern. Belunia hilft Ihnen durch die Krise und zu der Erkenntnis, dass Fehlschläge nur durch das Ausmerzen der Ursache, in Klammer gleich eigenes Fehlverhalten, vermieden werden. Sperren Sie sich nicht gegen eine unbequeme Veränderung. Nichts mit Gewalt durchsetzen. Okay. Dann habe ich noch eine Karte aus dem Baum. Geisterorakel. Holunder und Fülle. Die werde ich danach vorlesen. Das dauert etwas länger. Es gibt auch ein Ritual dazu. Aber alle die, die es jetzt vielleicht nicht so ganz interessiert, also vielleicht noch die Ja- und Nein-Frage. Und für welches habt ihr euch entschieden? Falls ihr es noch nicht wisst, drückt mal kurz auf Pause, denn ich löse es jetzt auf. Dieser ist das Ja. Er kann stehen. Dorn, frohe Ostern. Der steht nicht mehr, der fällt einfach um. Voller Freude. Ja, yippie! Ich habe zu viel Schokolade gegessen. Ups. Deswegen falle ich um. So, Holunder und die Fülle. Alles ist immer und unaufhörlich Teil seiner Schöpfung. Seine unendliche Liebe nährt jedes seiner Geschöpfe mit den Substanzen, die der Fülle jeglicher Existenzform dienen. Die dargebotene Fülle ist wie ein Ozean voller Leben, ein Reichtum, der wie die Bewegung seiner Wellen unaufhörlich fließt. Er ist wie die Hefe, der Urteig, der das Brot aufgehen lässt und es ins Unendliche vervielfacht. Viele von euch verbinden die Fülle gedanklich mit rein materiellem Wohlstand. Fülle ist aber auch das, was ihr vom Lebensbaum in euch erntet. Freude, Liebe, Weisheit und Wissen. Wenn ihr euch ausgeglichen fühlt, ist es so, weil die Fülle euer Sein mit seinen Früchten ernährt hat. Wenn ihr euch von der Erwartung befreit habt, nichts bekommen zu können, als ob ihr euch dieses Reichtums nicht würdig fühltet, durchdringt ihr den Reichtum selbst. Ihr selbst werdet in dieser Fülle zu bewussten Sammlern all dessen, was ihr benötigt,
materiell und geistig. Alles steht hier zu eurer Verfügung. Ständig. In jedem Augenblick. Was schränkt den Fluss der Fülle ein? Eure Befürchtung, nichts empfangen zu können, einige Gedanken, die euch daran hindern, das zu schenken, was ihr besitzt, aus Angst, ohne etwas zurückzubleiben, die Einschränkung, die Knappheit, der Mangel sind die genauen Gegensätze der Fülle. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, ihr selbst habt sie mit euren Entbehrungsängsten geschaffen. In dem Augenblick, in dem ihr die Selbstverständlichkeit und das spontane Vertrauen nicht genutzt habt, um euch an die reiche Tafel eures Hauses zu setzen. Wie oft folgt ihr nicht eurem Herzen und verzichtet auf das, was es euch empfiehlt, weil ihr die Armut und die Einsamkeit fürchtet. So ist in euch der Wunsch nach Besitz aufgetaucht. Und ihr wisst, was das in der langen Zeit eurer Menschheitsgeschichte von Generation zu Generation erzeugt hat. Der Wille zur Macht, die Kriege, die Armut, all das sind die Folgen der Verwirrung, die dieser Wunsch nach Kontrolle hervorgebracht hat. Warum kehrt ihr nicht nach Hause zurück mit der Erkenntnis, dass man euch auf keinen Fall etwas vorenthalten kann, denn euer Platz an seiner Tafel wartet nur darauf, dass ihr die Einladung annehmt. Es macht daher keinen Sinn, besitzen zu wollen, was euch schon in Hülle und Fülle gehört. Ihr selbst lasst euren Platz unbesetzt, lehnt die Einladung ab, aus Mangel an Vertrauen, dass euch die Nahrung geboten wird, die ihr benötigt. Für jede von euch gibt es genug und allen wird die im gleichen Maß gegeben. Sobald ihr wieder glaubt, dass es so ist, teilt deshalb euer Brot mit den anderen, ohne die Angst hungern zu müssen. Je mehr ihr von eurem Besitz abgebt, desto mehr werdet ihr bekommen. Seid großzügig den anderen und euch selbst gegenüber, wenn ihr eure Qualitäten, euer Wissen in Fülle anbietet, werden diese in größerem Umfang zu euch zurückkehren. Es nützt recht wenig, euer Geld anzubieten, wenn ihr innerlich mit dem Geiz, was ihr von euch selbst an Gutem anbieten könntet. Die Befürchtung, euch zu opfern, ist wie ein Deich im Angesicht der Wellen des Ozeans. Ihr selbst haltet die Fülle zurück und schafft somit eine Stauung, die dem großzügigen Fluss des Lebens entgegensteht. Ihr verdient die Fülle, denn ihr werdet unendlich geliebt. Das Ritual. Beobachtet den Kreislauf des Wassers. Es entspringt klar und rein aus seiner Quelle. Es bahnt sich den Weg, bildet ein kleines Bett zwischen den Felsen und wird zum Bach. Die Bäche vereinen sich und bilden den Fluss, und jeder Fluss eilt über viele Kilometer bis zur Mündung dem Meer entgegen. Von dort steigt er empor in Form kleiner Dampfpartikel und fällt als Regen wieder hinieder. Er zwängt sich aufs Neue, gereinigt, zwischen die Felsen, von wo er wieder klar hervorquillt. Wieder beginnt der gleiche Kreislauf. Von der Quelle bis zum Meer versorgt ihr das Wasser, alle Lebewesen mit dem, was sie zum Leben benötigen. Niemand kann darauf verzichten. Das Wasser ist in seiner materiellen Form
Die Widerspiegelung des Lebenswassers, das euch mit seiner Fülle ernährt. Ihr solltet erkennen, wie viel Fülle bereits in euch und eurem Leben vorhanden ist. Entschließt euch, etwas Schönes und Gutes in euch anzubieten, mit einer bisher noch nicht gewagten Schlichtheit. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wenn euch das gefällt, wenn ich dann so noch eine Baumgeisterkarte mit Orakel vorlese, und dürft es gern darunter schreiben. Na, das ist das Buch dazu. Tschüss.